Ja, moin, hallo, herzlich willkommen. Heute das Thema Lackierarbeiten und Diekel erstellen. Ja, ich tue mich sehr, sehr schwer damit mit diesem Thema, denn es gibt nun mal nicht den einen Lack, den man für alles verwenden kann, denn es ist abhängig davon, was ich zu Hause überhaupt für Möglichkeiten habe. Beispielsweise Lackierpistole mit Kompressor oder doch eher die Rolle, habe ich im Balkon oder wie auch immer. Und es ist noch davon abhängig, was ich überhaupt mit dem Lack erreichen möchte. Also hochglänzend, matt, soll er umweltfreundlich sein, stoß- und schlagfest sein oder. Da gibt es ganz verschiedene Anforderungen. Ich in diesem Fall, in diesem Video, werde einen Lack nehmen, der aus einem Gebinde kommt und werde das mit einer Lackierpistole auftragen. Vorher werde ich meinen Body noch grundieren. Das ist ganz wichtig, denn vorne an dieser Stirnseite des Holzes, das sogenannte Hirnholz, saugt sich der Lack etwas schneller ein. Und das kann zu unschönen Flecken kommen. Um das zu unterbinden, gibt es die Grundierung. Darüber hinaus ist ja eine Holzoberfläche nicht ganz glatt wie ein Spiegel oder wie ein Glas, sondern es sind ja Poren. Und diese Poren kann man füllen. Das nennt sich dann auch Porenfüller, um dann letzten Endes eine schöne glatte Oberfläche zu erhalten. Also grundieren, aufpassen. Nicht jeder Lack ist untereinander mischbar. Da muss man sich im Baumarkt auch beraten lassen. Ne? Entsprechend die richtige Grundierung und den richtigen Endlack. Grundieren. Anschleifen, dann eventuell nochmal grundieren, je nachdem, wie sorgfältig ich da gearbeitet habe. Und am Ende dann eine Lackierschicht drauf mit der Sprühpistole oder Lackierpistole. Wieder anschleifen, nochmal rüber lackieren und dann kommt es darauf an, mit welchem Glanzgrad ich da so zufrieden bin. Das gleiche gilt natürlich für die Rückseite des Halses. Genau das gleiche wird hier auch passieren. Das heißt, grundieren, lackieren. Das wird das Thema sein, ja, lackierende Oberfläche. Der zweite Teil unseres Videos behandelt ja das Logo bzw. Diekelerstellung. Ja, zum Erstellen eines Diekels benötigen wir auf jeden Fall erstmal eine Wasserschiebefolie bzw. eine Diekelfolie. Die bekommt man im Modellhandel bzw. auch übers Internet. Das ist ein DIN A4 Blatt, welches man dann in seinen Drucker legt und dann seinen Spruch oder was man auch immer gerne haben möchte, auf diese Folie halt ausdruckt. Wenn man das getan hat, auf jeden Fall mit einem Klarlack erstmal hier überlackieren, sodass das Ganze dann auch wasserfest gemacht wird. Ja, das gleiche gilt für die Kopfplatte als solches. Mit einem Klarlack überlackieren, anschleifen, dann nochmal lackieren, sodass eine glatte Oberfläche entsteht. Ja, im Anschluss dann die Ornamente ausschneiden, dann auftragen und am Ende nochmal überlackieren. Das zeige ich dann jetzt in diesem Video.